Das Fernglas ist der Ausrüstungsgegenstand für den Jäger schlechthin. Allein deshalb hat mich interessiert, wie man die herstellt und warum die guten so verdammt teuer sind. Damit Sie mir glauben, dass es sich nicht um einen PR-Beitrag der Firma Zeiss handelt, sage ich Ihnen, es gibt auch noch Swarovski, Optolyt, Leica, Nikon, Minox, Dr. Kahles, Leupold, Steiner, Boris, Kaps und. Viel Vergnügen. Egal, wo sich ein Jäger auf der Welt tummelt und egal, wie intensiv seine Beuteabsichten sind, ein Ausrüstungsgegenstand ist immer dabei: das Fernglas. Man kann auf fast alles verzichten, selbst wenn die Waffe nicht dabei ist. Das Fernglas ist sozusagen das Manna der grünen Zunft. Nicht umsonst. Verschafft es uns doch Einblicke, die dem bloßen Auge verwehrt sind. Bei Preisen bis zu 2000 Euro und darüber kann einem schon mal schwindelig werden. Aber irgendwo müssen die Preisdifferenzen zu den Billiggläsern ja stecken. DJZ-TV hat sich bei einem sogenannten Premium-Hersteller angesehen, wie ein Fernglas hergestellt wird. Vom Rohglas bis zum fertigen Endprodukt. Grundsätzlich besteht ein Fernglas aus zwei Röhren, versehen mit Linsen und sogenannten Prismen. Die Prismen machen es überhaupt erst möglich, schmale und kurze Ferngläser herzustellen. Fangen wir bei dem Rohglas der Linsen an. Das Partnerunternehmen Schott liefert sogenannte Linsenpresslinge. Die kommen in eine Presslingsform. Das heißt, es gibt eine Presslingsform, die hineingegossen wird. Als erstes machen wir die erste Seite. Das heißt, vor- und feingeschliffen wird die erste Seite. Anschließend wird die Linse übergeben auf eine Vakuumaufnahme. Diese Vakuumaufnahme nimmt die Linse, spannt sie fest ein und bearbeitet die zweite Seite. Vor- und feinschleifen. Okay, bis dann. Nach dem Vor- und Feinschliff kann man durch die Gläser immer noch nicht durchsehen. Dafür müssen sie erst poliert werden. Die Unterschiede der Fertigungsstufen vom Pressling bis zur polierten Linse sieht man deutlich. Ab jetzt werden die Linsen zwischen jedem Fertigungsschritt und nach jedem Transport gewaschen und gereinigt. Das Glas für die Prismen wird in Blöcken angeliefert. Diese werden in kleine Vierkantstücke geschnitten. Wer Glas schleift oder trennt, kommt ohne Wasserkühlung der diamantbewehrten Werkzeuge nicht aus. Diese Blöcke werden dann von jeder Seite angeschliffen und natürlich poliert. Die fertigen Seiten werden für den Transport mit einem grauen Schutzlack versehen. Die letzte Seite des Prismas ist besonders interessant. Man kann es ja nicht mehr in ein Werkzeug einspannen, sonst würde man die Oberfläche wieder zerkratzen. Geübte Hände setzen das Glas auf ein ebenso poliertes Gegenstück. Das dient als Werkzeughalter. Wird das Papier weggezogen, halten die beiden Glasstücke durch Adhäsion. Lapidar übersetzt bedeutet das: die Moleküle zweier Oberflächen kommen sich so nah, dass sie einfach nicht mehr voneinander lassen können. Auf ihren Werkzeugen werden sie dann auf solchen Schleiftorten befestigt. Und die lässt man umgedreht auf riesigen Schleiftellern rotieren. Die geschliffenen Prismen werden auf ihre Güte mit einem sogenannten Interferometer geprüft.
Es stellt die Überlagerung von Lichtwellen dar, anhand derer man die Qualität der Linsen im Nanobereich überprüfen kann. Das heißt, ganz, ganz nah. Die fertigen Linsen und Prismen müssen vor der Weiterverarbeitung sehr gründlich gespült werden. Das funktioniert am besten in Wetzlars größter Spülmaschine. Die hat neben Spüli sogar Ultraschall und andere Raffinessen zu bieten. Der ganze Aufwand zielt insgesamt auf Lichtdurchlässigkeit, also Transmission. Also spätestens seit der letzten Messe ist Transmission das Top-Thema und ich denke, da sind wir super aufgestellt für. Und das ist für den Jäger natürlich auch direkt erlebbar, abends im Dämmerungslicht, im Mondschein. Da sieht man sofort, ob das Glas gut oder schlecht ist. Ja, das da entscheidet sich zwischen Jagderfolg und eben nicht. Und das kann man erleben. Das ist im Laden schwer zu vermitteln, aber wenn man draußen ist und die Produkte direkt miteinander vergleicht, dann sieht man einfach einen Riesenunterschied. Das Geheimnis einer Spitzenoptik liegt allerdings nur zum Teil in der Güte des Glases und der übrigen Komponenten. Ganz entscheidend für die Lichtdurchlässigkeit, also Transmission, und die Abbildungsgenauigkeit ist die Beschichtung. An jeder polierten oder an jeder glatten Oberfläche, ja, wird das Licht reflektiert. Und das ist entsprechend des Brechwerts des Glases, liegt das zwischen 4 und 7%. Zum Teil sogar 9% bei sehr hochbrechenden Gläsern. Ja? Und wenn Sie davon ausgehen, wir haben ja in einem Fernglas nicht nur eine Linse oder eine Fläche drin, sondern es kommen hier mehrere Linsen, mehrere Prismen zum Einsatz, die haben alle entsprechende Flächen. Und wenn man sagt, pro Fläche verlieren wir im Schnitt 5%, kann man sich vorstellen, was am Ende im Gerät noch übrig bleibt. Ja, wir haben mal ein Muster aufgebaut. Ich meine, wir wären so bei knappen 30% Transmission. Ja, also viel weiter kommt man nicht und der Rest bleibt eben da. Und jetzt mit über 95% Transmission zeigt eben, wie gut die Schichten sind und auch wie viel Sorgfalt die Kollegen, die diese Schichten machen, auf die einzelnen Gläser hin optimiert, was die eigentlich leisten. So. Ja, was man eigentlich als Kunde nachher im Gesamtprodukt sieht, aber am Ende des Tages sind es ein paar dünne Atomlagen auf einem Stück Glas und man denkt sich, naja gut, was ist das eigentlich? Nach einer weiteren Kontrolle werden Linsen und Prismen auf sogenannte Kalotten gepackt und eine Seite wird abgedeckt. Der Beschichtungsofen wird gereinigt und dann mit speziellen Beschichtungsmaterialien bestückt. Das Rezept hätte man dem Kameramann durchaus verraten, ihn danach aber, na, Sie wissen schon. Die bestückte Kalotte kommt jetzt in den Ofen. Backanleitung wie beim Pflaumenkuchen. Ober-Unterhitze 180 Grad, fertig ist der Lack. Zumindest so ähnlich. Beim Konditormeister hört sich das schon anders an. Vom Abpumpen bis zum Fluten etwa so 90 Minuten für die klassischen, also Verfahren. Man muss wissen, wir haben eher so verschiedene so Schichten im Einsatz, auch dann für andere Geräte, also Spiegelschichten. Und man hat zwischen 2 Schichten bis 78 Schichten. Ja, das Rezept mit 78 Schichten dauert da im Schnitt also 8 Stunden. Durch ein Sicherheitsguckloch sieht man nur die glühende Fläche, die Beschichtungsmaterialien verdampft, damit sie die oben befindlichen Gläser gleichmäßig erreichen. Nach dem Beschichten kommt dann die wilde 13 und macht die Endkontrolle der beschichteten Linsen und Prismen. Wo wir gerade Dr. Linse greifbar haben, er hat doch bestimmt den Profi-Tipp für die Reinigung von Brille oder Fernglas. Ja, also das klingt nicht sehr professionell, aber mit Spüli. Ja? Mit heißem Wasser und Spüli. Das funktioniert am besten. Die Damen reinigen hier natürlich nicht mit Spüli, sondern mit Aceton. Prismen und Linsen gehen nun in die Endmontage. Hier werden gerade die Prismen in den Haltern verklebt.
Montiert wird hier mit besonderem Kleber, der bei UV-Licht aushärtet. Das funktioniert natürlich genauso bei den Linsen für Okulare und Objektive. Sind alle Baugruppen soweit fertig, kommt die Montage dessen, was wir alle schon mal in den Händen gehalten haben. Präzision und Sorgfalt sind auch hier oberstes Gebot. Gerade das Zusammenspiel der beiden Fernglasrohre und Linsen muss optimal sein. Auch hier liegt ein großer Unterschied zu günstigen Modellen. Im ersten Moment kann ich Ihnen auch sagen, wenn Sie ein Glas nehmen, auch ein billiges Glas nehmen, im ersten Moment wird Ihnen der Unterschied vielleicht gar nicht so groß vorkommen, gerade in puncto auf die Justage hin. Ja? Aber Sie merken es mit der Zeit, weil wir als Mensch und unser Auge ist immer irgendwo bemüht, Fehler zu kompensieren. Das heißt, Ihr Auge ist ständig im Arbeiten. Und das Thema ist das, wenn Sie jetzt ein falsches Glas haben und Ihr Auge gezwungen ist, ständig zu akkumulieren, ja, werden Sie spätestens nach 10 Minuten, Viertelstunde irgendwann Kopfschmerzen bekommen. Nachdem das Innenleben verbaut ist, wird das ganze Glas mit Stickstoff befüllt. Das verhindert ein Beschlagen der Innenseite. Dafür ist es notwendig, dass das Fernglas luftdicht ist. Und das wird bei jedem Einzelnen geprüft. Danach fehlen fast nur noch Okularkappen und die Gummiarmierung, die für Griffigkeit und Stoßfestigkeit sorgt. Bei diesen vielen Arbeitsschritten ist ein Preis bis zu 2000 Euro nicht mehr ganz so überraschend. Wie findet denn der Jäger jetzt das richtige Glas bei der Fülle von Angeboten? Ich würde jedem empfehlen, sich die Produkte auszuleihen, rauszugehen, die selbst die Erfahrung zu machen und dann, glaube ich, ist Qualität überzeugt immer und wer sich's leisten kann, der steigt dann auch ein. Ja, weil das ist, da muss man gar nicht viel erklären über Kataloge und Daten, sondern es ist einfach ein Selbstläufer dann. Dieser Selbstläufer muss erst noch mal in den Klimaschrank. Minus 19 Grad soll er wegstecken, ohne Beweglichkeit der Teile einzubüßen. Die Transmissionsmessung belegt den Wert jenseits der 95% in den Bereichen, die für das menschliche Auge sichtbar sind. Armin Dobert ist zwar Mitarbeiter im Marketing des Optikherstellers, ist aber eher praktisch denn technisch veranlagt. Für ihn zählt das, was er sieht oder eben nicht sieht. Auch dieser Jährling stellt ihn vor die Aufgabe, im schlechten Licht auch nur den Anflug einer Gabel zu erkennen. Dann wäre es nämlich kein Abschussbock. Er kann froh sein, dass seine Kollegen gut gearbeitet haben. Denn davon hängt jetzt sein Jagderfolg ab. Der Bock liegt im Dampf und seine Spieße sind auch wirklich unter Lauscher. Technik soll nicht dominieren. Im Idealfall bemerkt man sie gar nicht. Sie kann aber im richtigen Moment entscheidend dafür sein, ob man Beute macht oder nicht.